Und so machen wir weiter mit Hitman Absolution. Wir sind mittlerweile in einer Fabrik von Dexter Industries angelangt. Hallo? Und ja. Sollen diese jetzt infiltrieren. Wir suchen ja immer noch das Mädchen Victoria. Hast du schon mal einen Neustart versucht? Und ja, wollen wir schauen, was auf uns zukommt. Auf alle Fälle dieser Typ. Der geht erstmal durchs Fenster. Okay. Also eigentlich ist es ja eine Annäherungsmine, ne? Na komm, geh hin. Ui! Das macht aber kräftig Bumm, ja, oder? Also mit den Minen müssen wir scheinbar aufpassen. Die sind nicht so nett. Verdammt. Heute ist wohl nicht dein Glückstag, mein Freund. Die müssen wir auch nochmal entsorgen hier. Piep, piep, piep. Das ist ganz schön gefährlich. Nichts gesehen. Nüchte. Halt durch, Kumpel. Du bist schon bald wieder so gut wie neu. Mit wem redet er? Und wo muss ich hin? Warten, warten, Popaten. Mörder? Wieso Mörder? Sag mal ernsthaft. Ist doch keiner Mörder. Wer ist da? Ich weiß, du kannst mich hören, du. Hier drüben ist nichts. Klar ist da nichts. Alles sauber.
Leise, leise. Husch, husch. Was habt ihr denn? Ja, die sind hier wüst am Suchen. Verkleidung ist also jetzt verdächtig. Dann ziehe ich einfach den seine Klamotten an. Und zack, bin ich schon nicht mehr verdächtig, oder? Passt doch so. Hm? Alles klar. Huch, da ist ein Typ. Warum müssen sich schon Berge von Leichen angesammelt haben? Wir haben hier eine Leiche. Ja, ist halt einfach doof. Da kommt noch einer. Also langsam wird's ja echt viel. Ich lasse den jetzt hier liegen, hier die ganze Zeit. Hier rumeiern. Speichern. Und dann schauen wir mal weiter. Willst du jetzt hierher kommen oder stehen bleiben oder was? Erstmal ein bisschen Platz gemacht. Den könnte ich ja auch umgehen, aber es macht gerade so einen Spaß.
Jetzt eh keiner mitgekriegt. Ist egal, wir ballern einfach weiter. Ich glaube, das ist wieder sicher hier. Dann ist ja alles klar. Ja, wir hätten hier jetzt auch ganz lässig durchgehen können, aber was soll ich sagen? Ich hatte einfach keine Lust. Mal gucken, was wir hier noch so machen können. Der Fahrstuhl. Schön. Ja, und somit machen wir halt einfach weiter, ne? Schön. Eigentlich wirklich sehr schön, ne? So eine Höhle. Sehr, sehr schön. Wirklich. Hier gibt es scheinbar auch ziemlich viel zu tun. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal, wo uns diese Höhle hinführt. Ach, da steht schon der erste Kumpel. Warte doch. Wir sollen jetzt also die Anlage infiltrieren. Infiltriere, 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 infiltriere. So. Und du?
gehst du hier hin. Tschüss. Unter der Brücke. Aha. Muss ich jetzt unter die Brücke? Wie komme ich jetzt am besten dort vorbei? Okay, der geht dahin. Okay, ja. Das nenne ich doch eine schöne Beschäftigung am Nachmittag, oder? Geht der da jetzt auch weg? Oder muss ich aufpassen, dass der mir nicht auf die Füße tritt? Eine sehr gute Frage, oder? Ja, das passt doch. Danke. Tschüss. Mach's gut. Fällt überhaupt nicht auf, dass hier ein Typ langhangelt. Ah, Mist. Geh mal weg. Oder kann ich den da runterzerren? Der andere kommt hier wieder her. Geh doch mal weg. Huch! Na sowas! Das ist schrecklich. Einfach schrecklich. Ja. Schauli ist einfach abgestürzt. Wie kann denn das passieren? Das ist ja schrecklich. Ja, ich finde auch. Ziemlich schrecklich. Da sollte man besser mal mit dem Arbeitsschutzbeauftragten sprechen. Hm? Nicht? Ja, und jetzt sind wir ja schon mal hier auf dem Gebiet der Anlage und deswegen würde ich einfach sagen, machen wir weiter im nächsten Part von Hitman Absolution. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.